Hallöchen, liebe YouTuber, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist Karfreitag und ich war gestern im Kino und habe mir Sonne und Beton angeguckt. Ja, den Herausgeber des Buches kenne ich jetzt gar nicht, den werde ich jetzt nachher unten nochmal reinschreiben in der Videoinformation. Hier hat man einen Film von diesem Jahr. Das stimmt gar nicht, da erzähle ich jetzt schon wieder Blödsinn, von 2020, der von diversen Fördergeldern mitproduziert worden ist. Es handelt sich um 5 junge Kinder, die in Berlin aufwachsen, in einem Plattenbau und ja, diverse Probleme haben. Und es ist im Jahre 2003, wir erinnern uns alle, es war der heißeste Sommer. Und ja, sie mögen halt alle nicht gerne zur Schule gehen und konsumieren Drogen. Und der eine, der Lukas, begeht eine Dummheit und ja, wird halt zusammengeschlagen von einer Gang, ne, weil auch seine Freunde halt nicht so die Klappe halten können. Ihr wisst ja hier so, wer im Ghetto aufwächst, der hier hat man auch dieses, ja, voilà, Dicker. Hast ja nicht gesehen, ne? Obwohl Dicker wurde ja damals echt nicht gesagt, da wurde mehr so Alter gesagt oder so. Mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr guter Krimi-Drama, finde ich jetzt. Ich war da jetzt gestern echt ein bisschen sprachlos. Der Film ist so ein bisschen hängen geblieben bei mir. Und sollte einem sich mal so ein bisschen die Augen öffnen, wenn man sich den Film anschaut. Der Film läuft 1 Stunde 59. Genau, und wird wahrscheinlich richtig viel Preise abräumen, denke ich mal. Also ich hoffe es für den Film Sonne und Beton, dass sich der wirklich angeguckt wird von Leuten. Also ich wollte eigentlich gestern einen anderen Kinofilm gucken, war aber jetzt noch eine Woche zu früh. Deswegen bin ich in Sonne und Beton reingegangen und der Schauspieler, der Spieler, der den Lukas spielt, ist Levi Rico. Den kannte ich vorher nicht. Was der im Film alles einstecken muss, der wird nämlich total übelst verdroschen. Ich musste jetzt teils gestern echt schlucken im Film mit einer FSK 12 Freigabe. Für den Kinogang hätte man noch mal ein bisschen anpassen können ab 16, ne? Weil gewisse Sachen waren in dem Film schon ganz, ganz heftig. Ja, sie sollen halt für die Gruppe, die sie halt, ja, als Entschädigung 500 Euro besorgen, ja, was sie aber nicht können, und dementsprechend müssen sie Sachen aus der Schule klauen. Ja, und viel mehr möchte ich euch über Sonne und Beton gar nicht verraten. Geht am besten selbst ins Kino. Es lohnt sich auf jeden Fall. Hier bekommt ihr massig Schlägereien, junge Schauspielertalente, die ihre Arbeit sehr gut machen. Sehr gute schauspielerische Leistung. Hier bekommt man auch noch von der alten Schauspielschule im Berliner Raum auch noch ein paar, die man vielleicht auch kennt aus anderen Filmen. Aber von mir aus ein sehr, sehr guter Film. Also der bekommt quasi schon, ja, was könnte ich diesem Film geben? Also ich kann diesem Film echt eine 10 von 10 geben. Der wird auf jeden Fall mit in meiner Sammlung landen. Also ich, da der Film jetzt bei mir immer noch voll im Kopf ist und als der Film vorbei war, ich da schon so ein bisschen Tränen in den Augen hatte, weil ich da schon so ein bisschen gerührt von war und dass die Jungs alle zusammenhalten und in dem Film auch lauter böse Sachen passieren. Und ja, ich möchte davon euch lieber nicht so viel von erraten. Geht in Sonne und Beton. Es lohnt sich wirklich. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Karfreitag und habt schöne Ostern. Euer Pit, der Flohmarktmaster.